So, Freunde, heute gibt es wieder mal einen normalen Kopfbau, also ohne Tropfen oder irgendwas. Ich werde einfach ganz normal den Blut gegen Blut von Almasiva rauchen. Ich habe mir die alten Sorten alle nochmals geholt und die neuen werde ich auch so schnell wie möglich testen. Blut gegen Blut ist eine extrem leckere Zitronen-Drachenfruchtmischung. Und ja, ich werde mir das Ganze hier im Hukachon Harmony bauen. Auch extrem nicer Kopf, wieder mal mit dem Lotus 2 am Start. Und dann lege ich gleich los mit dem Kopfbau und zeige euch wie immer, wie ich das hier gebaut habe. So, also der Kopfbau ist eigentlich auch ganz simpel hier im Hukachon Harmony. Einfach ganz leicht unter den Rand gebaut und kaum angedrückt, einfach so mit dem Gabelrücken streiche ich das dann etwas flach. Und dann mache ich noch kurz den Rand hier sauber. So werde ich jetzt schönen Noppenkontakt haben, der Lotus ist schon am Vorheizen. Und ja, rauf auf die Pfeife mit dem Ganzen und dann kommen wir auch schon wieder zum Fazit. So, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. Wieder mal läuft das Ganze super hier. Viele fragen mich, wieso, dass ich nicht so viel mit Lotus rauche und hat eigentlich keinen wirklichen Grund. Ich nehme einfach immer gerade das, worauf ich Lust habe, was gerade zur Hand ist. Und der Lotus, wenn ich den geraucht habe, ist meistens schmutzig, keine Lust, den zu putzen. Deswegen nehme ich oft die Alufolie. Aber ich mag es auch zwischendurch wieder mit dem Lotus zu rauchen, vor allem mit jetzt einem Hukachon Harmony, also Japoner Mummy Bowl. Und einfach solchen Köpfen, die extra dafür gemacht sind, mache ich sehr gerne zwischendurch. Und ja, kurz zum Tabak. Wie gesagt, für mich ist das einer meiner Top-Flavor von Almasiva, definitiv. Sehr, sehr geil umgesetzt. Die Zitrone mit der Drachenfrucht zusammen, das harmoniert extrem gut. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Und ich finde allgemein, die Drachenfrucht von Almasiva ist sehr geil getroffen. Einfach schön süß und intensiv. Und ja, das harmoniert extrem gut zusammen. Und ja, viel mehr brauche ich dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Extrem nice Tabak, läuft top in dem Setup hier. Und ja, dann war's das für heute. Ich wünsche euch allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.